Leichter Nieselregen hielt die Hausdülmener am 5. Dezember 2023 nicht davon ab, sich auf den Weg Richtung Heubach zu machen. Denn dort wurde traditionell wieder der Nikolaus erwartet. Diese Tradition besteht schon seit Jahrzehnten. Hausdülmen ist der einzige Ortsteil, wo der Nikolaus mit einem Boot ankommt. Seit über 60 Jahren kommt der Nikolaus hier immer mit dem Boot auf dem Heubach und Mühlenbach zu den Hausdülmener Kindern. Mit dabei die Feuerwehr. Ohne technische Unterstützung könnte die Veranstaltung nicht stattfinden. Es sei denn, dass ein Befahren des Heubachs nicht möglich ist. Die Freiwillige Feuerwehr begleitet das auch genauso lange und sorgt immer dafür, dass alles gut organisiert ist. Ja, ich weiß, dass, ich glaube, 1961 war hier in Hausdülm ziemlich hohes Hochwasser. Da konnte der Nikolaus nicht kommen, also nicht auf dem Boot kommen. Da hat man das Boot auf einen Anhänger verbracht und dann mit dem Trecker zum Schulhof gefahren. Und einmal war der Bach zugefroren, da hat man dann den Nikolaus auch anderweitig dann transportiert. Mit einem festlich beleuchteten Boot nähert sich der heilige Mann schließlich der Anlegestelle. Von den Kindern sehnsüchtig erwartet. Er ist ein guter Mann, dem ein Winde Druck danken kann. Lustig, lustig, tralalala, heute ist Nikolausabend da. In einem langen Festzug geht es zur Kirche. Dort tragen die Kinder Lieder und Gedichte vor. Der Nikolaus schaut natürlich in sein goldenes Buch und hält eine Ansprache. Die Feuerwehrleute gehen ein paar Wochen vorher durchs Dorf und fragen bei den Bewohnern nach, ob sie Tüten kaufen möchten. Dann folgt, lange erwartet, die Tütenverteilung. Mehr als 500 Tüten hat er mitgebracht, sehr zur Freude der vielen Kinder. Die Überraschung ist wieder einmal gelungen.